Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Project Cars und ich glaube, ich werde hier, Moment, hier die Kamera einfach mal so ein bisschen höher stellen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Project Cars und zwar, wir haben ja, glaube ich, Supercard absolviert, oder? Nee, Supercard Championship, das geht noch weiter, aber wir haben jetzt erstmal hier diese Caterham Akademie, zu der wir eingeladen sind. Und ich würde sagen, machen wir hier gleich mal das Rennen, einfach nur so aus Spaß. Können ja eh nichts gewinnen, gibt eh keine Punkte, glaube ich. Einfach nur Caterham fahren. Das ist cool. So mal als kleine Abwechslung zum Supercard. So. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich glaube, ich starte vom Platz 20. Oh nein. Nicht gut. So, schauen wir uns die Strecke mal ganz kurz an. Okay, auf geht's, Leute. Caterham. Na, ich weiß nicht, ob das so richtig meins ist. Also optisch finde ich die Autos ja schon mal... Oh Gott. Oh Gott. Optisch finde ich die Autos ja schon mal absolut hässlich. Der Lenkwiderstand ist jetzt irgendwie auch nicht der größte. Okay, 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 wir sind schon mal auf Platz 13, haben wir schon mal 7 Plätze gut gemacht, wie geil ist das denn? Ja, versuchen wir mal an dem hier irgendwie vorbei zu hoppeln. Wie schnell fahren wir denn? 170, naja, sind jetzt nicht die Rennmaschinen. Aber das ist trotzdem schon ganz schön schnell, ne, für so ein Auto. Wow, habt ihr das gesehen? Da kam er von der Seite reingesprungen. Alter, was ging denn mit dem ab? Die sind aber auch sowas von aggressiv, die Jungs. Das gibt's ja wohl gar nicht. Okay, Platz 12. Haben wir nicht viel gerissen hier, du. Warum auch immer hat er sich jetzt gedreht? Ich weiß es nicht. Geben auf jeden Fall weiter Vollgas. 3 Runden. Müssen noch ein bisschen, Jungs. Gott, wie langsam diese Dinge einfach nur sind. Ich versuche auf jeden Fall noch Plätze gut zu machen. Aber da habe ich echt, also bei sowas, weiß nicht, so ein freies Training, Qualifikation, allen drum und dran, das ist, weiß nicht, ob das so Punkte bringt unbedingt. Erinnert mich an meine Simpson von früher. Da war der so ähnlich. So, zweiter Gang, Vollgas. Und dann hast du den dritten. Das wieder runter. Also die Berg hoch, ne? War ja Standard. Also in der Kurve anbremsen ist aber eine ganz schlechte Idee. Da reißen wir auch nicht mehr wie die 12, glaube ich. So wie es aussieht. Eine Runde haben wir ja noch. Eigentlich ganz nett aus. Fahren wir hier schön im Mittelfeld mit. Ist jetzt nicht das spannendste Rennen meiner Karriere. Da war so manches Kartrennen doch schon bewegender, aber wenn man schon eingeladen wird, ne,
als erfolgreicher Rennfahrer, da muss man ja wenigstens mal eine Runde mitdrehen hier. Ein bisschen mit der Kupplung arbeiten hier. Das Drehen, der Drehzahl. Man kann ihn ein bisschen, so ein bisschen anstellen, so wie beim Driften. Das ist da so vor der Kurve so. So, das geht. Sieht fast den Eindruck gerade so gemacht. Oh Gott. Na gut, nehmen wir uns mit Platz 12 zu reden. So sieht das Teil ja, naja, ich weiß nicht. Optisch ist es jetzt nicht so der Burner. Keine Ahnung. Naja, wir sind mal mitgefahren. So, weiter. Punkte. Also, es gibt tatsächlich Punkte. Ja, gut. Zurück zur Karrierezentrale. Auf zum nächsten Supercard-Rennen, würde ich sagen. Kalender. Mal gucken, ob wir noch irgendeine Einladung haben. Nee. Ach doch, hier, guck mal. Caterham Academy. Ne, komm, wir machen zu heute. Runde 2 von 4? Wir müssen das tatsächlich... Oh Gott. Ernsthaft, wir müssen das annehmen, wir müssen das fahren. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich trotzdem mal einen Qualifier fahren. 70% haben wir einen Schwierigkeitsgrad wegen, ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, komm, fahr mal Qualifikation. Versuchen wir eine gute Runde hinzulegen. Und dann einen guten Startplatz zu erwischen. Weil vom Platz 20 sich vorzukämpfen, ist halt äußerst schwierig. Weil natürlich ganz schön Kamikaze auch gefahren wird. Go. So. Schauen wir mal. Was haben wir von der Strecke erwischt? Die Reifen warm fahren. Davon hat erstmal einen Ausflug ins Grüne gemacht. Oh, lass ich verschalten. Ja, ich weiß nicht, wie viele Gänge das gute Stück hier hat. Hat er noch einen? Ja, fünf hat er. Okay. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein mit runterschalten. Wahnsinn. Geht gar nichts. Ach, so lame. So, dann gucken wir mal, dass wir die erste Runde gleich was Ordentliches hier machen an Zeit. Okay, sind wir schon mal gut aus der Schikane rausgekommen. Das heißt, Start und Ziel gerade habe ich mal aufgeholt. Und jetzt heißt es nur noch die Kurven gescheit. Und dann sollten wir eigentlich eine ordentliche Qualifikation hinkriegen. Eine ordentliche Qualifikationsrunde. Oh Gott. Sind wir ein bisschen rausgerutscht. Mir mal nicht auf den Sack, Junge. Ich will hier eine gute Zeit fahren. Keine gute Idee, den Berg hochzuschalten, weil das Ding kommt sowas von gar nicht aus der Suppe. Alter Verwalter.
Ja, also Supercard ist schon was anderes, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass man mit dem Kart mehr Spaß hat wie mit so einem Kellerhemd. Bin mal gespannt, was wir jetzt für einen Platz hier kriegen. Tatsache, Platz 20, wollt ihr mich verarschen? Das ist euer Ernst, oder? Scheiße, läuft denn die Quali gerade? Ja, genau, mein Freund. Ach komm, ja. Sei es drum. Wirklich Platz 20. Tuning Setup. Will ich mal ganz kurz was schauen. Reifendruck, Bremsdruck. Was cool wäre. Lenkungsrade, Spurwinkel vorne. Getriebe. Das habe ich gesucht. Ich mache jetzt mal ein was. Und zwar, ich mache jetzt mal die Gänge kürzer. Ja, speichern. Wir schauen mal. Mal die Gänge ein bisschen kürzer gemacht. Mal gucken, ob das mehr Punkte bringt. Nein, mach doch sowas nicht. Also es ist auf jeden Fall besser. Dritte und vierte Gang sind gleich. Das ist natürlich Mist. Okay, also die Zahl, die man dann quasi reinrutscht. Ja, okay. Oder das eigene entschärft. Dreimal schalten von der 3 in die 5, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das habe ich nicht gewusst, aber das ist ja doof gemacht. Ich habe gedacht, wenn man die Regler einfach ein bisschen runter nimmt. Gott. Ja, genau, fahren an den Schrein, du Arschkrampe. Blöde.
ein Mist. Es fängt schon an mit Regnen, ne? Sehr geil. Abgeschlagen, Leute, Leute, Leute. Die Strecke aber schön glitschig hier. Die Regeneffekte sind sowas von nice. Das ist der absolute Oberhammer. Das ist Wahnsinn, wie geil das aussieht. Auch wenn man nur auf Platz 3 hinterher fahren, tut mir leid. Wahnsinn. Einfach nur ein Genuss. Sind ja. Nur der Gang. Wir schon auf jeden Fall wieder umstellen, das Gerede. Das wird so nix, Leute. Ach Mensch. Schade, schade, Limonade. Ja, ja. Da werden wir so gnadenlos versagen bei diesem Rennen hier. Diesen Caterham Cup. So. Okay, schauen wir mal in den Kalender rein. Jetzt ist tatsächlich das als nächstes. Kann ich das nicht überspringen? Doch, könnte ich. Runde 1 von 5. Sitzung 1 von 4. Okay. Also irgendwie haben wir noch keine Einladung bekommen. Wir haben noch keine Einladung bekommen zum nächsten... zur nächsten höheren Gruppe. Warum? Da draußen ein paar Dinge. Ja, 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 ja. Ein paar Dinge. Okay. 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 Gut, ich würde sagen, wir schauen erstmal. Das nächste Mal weiter zu diesem Supercard und beenden hier die Sache, weil das Caterham, das ist schon ziemlich lame, also ohne Mist. Und ja, zwei Rennen haben wir eh schon verkackt und von daher würde ich sagen, das war es erstmal gewesen. Wenn es euch gefallen hat, ein bisschen, wenn ihr die Regeneffekte auch so geil fandet wie ich, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ich bin erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dahin. Tschüss, euer Maggie.